Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir möchten nämlich wieder ein paar Kisten aus der Garnison öffnen, und zwar vom Wiederverwertungsgebäude. Und dazu habe ich insgesamt wieder 20 große Kisten mit Bergungsgut. Und ja, einige Items brauche ich dann noch raus. Der ein oder andere wird sich wundern, sonst gingen die Videos immer mit Shadowlands los. Ich habe nämlich Ende Shadowlands hier das Ganze angefangen, einige Videos zu aufgenommen. Die sind jetzt durch und jetzt Ende von Dragonflight mache ich das Ganze weiter. Und ja, für euch geht es nahtlos weiter. Bei mir waren jetzt da zwischen den zwei Videos über ein Jahr auf jeden Fall Pause. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Bei den Items hat sich nicht viel geändert. Ich habe zwischenzeitlich da nicht sonderlich viel gemacht. Ich brauche hier jetzt noch ein DK-Teil, 3 Hunter, einmal Magier, 3-mal Paladin, einmal Priester, 2-mal Rogue, 3-mal Schamane und 2-mal Worry. Ich habe ja zwischenzeitlich das Mega-Dungeon gelaufen in Dragonflight und die ganzen Quantum-Items bekommen. Aber so wie es aussieht, ist keinerlei Item dabei gewesen. Ne? Also von denen hier war nichts in den Quantum-Tokens drin, denn es gibt ja hier auch einige Waffen und oder auch Slots wie Kopf oder Hose, ne? Die ja theoretisch auch bei den Quantum-Items abgedeckt werden würden, aber die waren anscheinend nicht drin. Juti, dann drückt mir die Daumen. Hier haben wir eine Hose und dann legen wir direkt mal los. Also, was haben wir denn hier Schickes drin? Das erste Item waren nur Garnisonsressourcen. Dann haben wir nochmal Garnisonsressourcen und so ein Upgrade-Item. Das brauchen wir auch nicht. Nochmal ein Upgrade-Item und ein paar... Gut, die Ressourcen scheinen immer drin zu sein. Okay, dann haben wir nochmal so ein Upgrade-Item. Ja, an Loot sieht es jetzt eher schlecht aus. Wieder Garnisonsressourcen. Ab und zu gibt es noch ein paar Blumen. Die seht ihr jetzt gar nicht. Die fallen dann hier rein. Also man kriegt auch noch ein bisschen... ein paar Ressourcen. Jetzt haben wir auch gerade ein bisschen drainagischen Staub bekommen. Und es war ein Zauberstab drin. Den habe ich aber schon. Dann haben wir Schuhe. Das ist jetzt das zweite Item. Na komm, die Hosen könnten jetzt schon drin sein. Oh, was haben wir hier? Ein Stab. Den haben wir auch schon. Da ist wieder nichts dabei. Wieder ein Upgrade-Item. Na ja, gut. Die Hosen sind drin. Nice, das war jetzt lucky. Jetzt machen wir die restlichen auch noch auf. Dann haben wir den Kopf. Das war jetzt gar nicht schlecht. Also es ging ja jetzt besser als gedacht, ne? Ein Item noch gebraucht und direkt rausgezogen. Gut, ja, dann sind wir mit dem Priester tatsächlich durch. Und dann brauche ich mit dem und den paar anderen Priestern, die ich habe, jetzt nicht mehr einloggen und die Missionen losschicken. Seit ein paar Tagen mache ich es nämlich tatsächlich wieder, umfahren die Kisten. Und ja, gut, habe ich quasi eine Klasse weniger. Ich glaube, ich habe 2 Priester, mit denen ich quasi jetzt nicht mehr jeden Tag einloggen muss und die Missionen losschicken, spart mir schon wieder ein bisschen Zeit. Wunderbar, dann hätten wir das auch durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut euch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Euer Tola und bis dahin. Ciao.